Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Jenny von Einfach Mathe und ich habe heute dieses Thema mit dabei. Und zwar möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie man ein Baumdiagramm erstellt. Und zwar als erstes für den Sachverhalt ziehen ohne zurücklegen und danach als neues Thema, wie man aus diesem Baumdiagramm eine Vierfeldertafel erstellt. Wenn dich das Ganze interessiert, dann wünsche ich dir wie immer viel Erfolg bzw. viel Spaß bei diesem Video. Das hier, was du jetzt hier siehst, ist die Situation für dieses Video. Wie du siehst, haben wir zwei rote Kugeln und drei blaue Kugeln. Das heißt, wir haben insgesamt fünf Kugeln. Die Gesamtmenge, die bezeichnet man gerne mit n. Ich schreibe mir also runter n gleich 5. Und als Anmerkung, r ist 2, denn wir haben zwei rote. R steht also für rote Kugel. Und b gleich 3 für blaue Kugel. Wenn ich jetzt dieses Baumdiagramm ganz kurz für ziehen ohne zurücklegen ausfüllen sollte für zwei Züge, muss ich mir im ersten Zug überlegen, das hier ist ja der erste Zug, da muss ich mir überlegen, okay, wie viele von wie vielen Kugeln sind denn rot? Ich sehe doch, dass 2 Kugeln von 5 rot sind, also 2 von, wenn man im Bruchstrich symbolisiert, 5 sind rot, also 2 Fünftel. Genauso sind für den ersten Zug 3 von 5 blau. Also, der erste Zug ist fertig. Jetzt komme ich zum zweiten Zug. Ah, sorry, das war eine Scheißklammer. Aber das ist der zweite Zug. Und jetzt weiß ich ja, dass ich immer halt für diese beiden Wahrscheinlichkeiten drüber gucke, was fehlt. Hier weiß ich, dass eine rote Kugel fehlt. Ich kann sie mir also gedanklich wegdenken. Und ich sehe, eine von 4 ist noch rot, also ein Viertel. Gleichzeitig sehe ich auch für diese blaue Kugel hier, eine rote Kugel fehlt. Wie viele habe ich noch blau? 3 von insgesamt 4, also 3 von, Bruchstrich ist von, 4. So, für diese beiden Wahrscheinlichkeiten sehe ich ja, dass darüber eine blaue Kugel fehlt. Ich denke mir also eine blaue Kugel weg. Jetzt sehe ich, dass ich noch 2 rote von 4 Kugeln habe, also 2 Viertel. Blau sind auch 2 Viertel. Für die Endwahrscheinlichkeiten, und die brauche ich für die Vierfeldertafel, muss ich ja entlang eines Astes mal rechnen. Das heißt, ein Ast fängt ja immer auf dieser Stufe an, also hier, und endet irgendwie hier. Das heißt, der erste Ast ist der äußere Ast und ich sehe da 2 Fünftel und 1 Viertel. Ich rechne also dafür 2 Fünftel mal 1 Viertel, denn du siehst ja, hier steht 2 Fünftel und entlang eines Astes wird mal gerechnet, also mal 1 Viertel. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner, bin ich bei 2 Zwanzigstel. Wenn ich das noch mit 2 kürze, bin ich bei 1 Zehntel. Kürzen heißt ja Zähler und Nenner durch dieselbe Zahl teilen, dann bin ich bei 1 Zehntel. Also hier habe ich die Endwahrscheinlichkeit 1 Zehntel. So, kommen wir zum zweiten Ast. Hierfür rechne ich 2 Fünftel mal 3 Viertel. Also wieder Zähler mal Zähler sind 6, 2 mal 3 ist 6. 5 mal 4 sind immer noch 20, 6 Zwanzigstel. Wenn ich diese mit 2 kürze, bin ich bei 3 Zehntel, sorry. So, für den nächsten Ast, also für den dritten hier, der fängt hier an, geht nach hier, rechne ich auch wieder 3 Fünftel mal 2 Viertel. Ich rechne also 3 mal 2 für oben, sind 6. 5 mal 4 für unten sind 20. 6 Zwanzigstel gekürzt sind 3 Zehntel. Und jetzt der letzte Ast, der äußere hier, da rechne ich 3 Fünftel mal 2 Viertel, also genau wie dasselbe wie vorher. Dann bin ich wieder bei 3 mal 2 für oben, sind 6, 5 mal 4 für unten, 20stel, 6 20stel mit 2 gekürzt, sind 3 Zehntel. Kurze Gegenprobe. Meine letzten Wahrscheinlichkeiten müssen zusammen 1 ergeben. 1 Zehntel plus 3 Zehntel plus 3 Zehntel plus 3 Zehntel sind insgesamt 10 Zehntel. Also habe ich alles richtig gemacht, denn 10 Zehntel sind ein Ganzes. Und jetzt die Frage vielleicht, wie kommen wir zu dieser Vierfeldertafel? Du musst dir vorstellen, dass diese Endwahrscheinlichkeiten, also diese hier, die Wahrscheinlichkeiten hier in dieser Mitte sind. Die hier. So, dann suche ich mir halt die richtigen Wahrscheinlichkeiten aus. Dieses Quadrat hier, das steht doch für oben steht rot, an der Seite steht rot, also für rot, rot. Dann sucht man sich am Baumdiagramm den Ast raus, der im ersten rot hat und im zweiten rot hat, also rot, rot. Ein Zehntel. Das hier steht für
blau-rot. Da musst du ein bisschen aufpassen. Du kannst jetzt entweder sagen, dass das dein erster Zug ist oder dass dein erster Zug ist. Ich persönlich sage immer, dass das mein erster Zug ist und dass mein zweiter Zug ist. Das ist auch so die gängige, ja, die gängige Schreibweise, also blau-rot. Wir suchen uns also den Ast, der blau hatte und rot hatte. Das sind 3/10. So. Jetzt kommen wir zu diesem Kästchen hier. Der steht für erst rot, dann blau. Also rot-blau. Rot-blau. Wir sehen jetzt hier die 3/10. So. Und das Kästchen hier steht dann ja für oben steht blau, an der Seite steht blau. Also für blau-blau. Das ist der äußere Ast hier, der hat auch die Wahrscheinlichkeit für 3/10. Und jetzt kommen wir jetzt mal zu den Gesamtwahrscheinlichkeiten, die irgendwie immer an der Seite stehen. Also du weißt, wenn du in Brüchen arbeitest, also nicht in absoluten, sondern in relativen Zahlen, falls du möchtest, mache ich gerne bitte noch ein Video dazu, was absolut ist und was relativ ist. Weißt du, in relativen Zahlen muss hier immer eine 1 rauskommen. Dazu rechnest du einfach das plus das. Also 1/10 plus 3/10 sind 4/10. Das plus das. Also die blaue Kugel als erstes und die rote Kugel als zweites und die blaue Kugel als erstes und die blaue Kugel als zweites. 3/10 plus 3/10 sind 6/10. 4/10 plus 6/10 sind ein Ganzes, denn 4/10 plus 6/10 sind erst einmal 10/10. Und dann weißt du vielleicht, dass das ein Ganzes ist. Genauso kriegst du hier die Summen raus. Das hier ist übrigens nichts anderes als ein Summenzeichen. Du rechnest also 1/10 plus 3/10, das sind 4/10. Und 3/10 plus 3/10 sind 6/10. So, ja. Falls du noch irgendwie so einen Tipp haben möchtest, ich hatte ja gesagt, dass hier für mich immer der erste Zug ist. Der erste. Den ersten Zug, den kannst du auch immer im Baumdiagramm ablesen. Ich habe jetzt hier 4/10 aufgeschrieben. Wenn ich das mit 2 kürze, bin ich bei 2/5. Hier bin ich bei 3/5. Den ersten Zug, den kriegst du auch immer hier abgelesen. Das muss irgendwie übereinstimmen. Das heißt, diese Zahlen hier müssen irgendwie immer mit einem der Endwahrscheinlichkeiten übereinstimmen. 2/5 sind dasselbe wie 4/10, 3/5 sind dasselbe wie 6/10. Der zweite Zug allerdings, wie du siehst, stimmt nicht mehr überein. Es gibt manche Vorteile an einer 4-Pferde-Tafel, manche wiederum am Baumdiagramm. Wenn du möchtest, dass ich dazu noch ein Video mache, dann schreib mir das super gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wenn du möchtest, dass ich noch zu dem einen oder anderen Thema ein Video mache, dann schreib mir das super gerne in die Kommentare. Das war's von mir von heute. Ich wünsche dir wie immer noch viel Erfolg beim Lernen.